Die Linke setzt ihren zweitägigen Parteitag fort. Heute wollen die Delegierten ihr Programm für den Bundestagswahlkampf verabschieden. Es sieht unter anderem einen Mindestlohn von 13 Euro, eine sogenannte solidarische Mindestrente und ein garantiertes Mindesteinkommen von jeweils 1.200 Euro vor. Außerdem stehen Reden der beiden Spitzenkandidaten, Parteichefin Wissler und Fraktionschef Bartsch, auf der Tagesordnung. In Berlin beobachtet unser Korrespondent Frank Jahn den Parteitag. Frank, gestern gab es von der Parteispitze ja mutmachende Worte und auch einen Aufruf zur Geschlossenheit. Wie harmonisch ist denn der Tag gestern verlaufen? Ja, der Tag gestern war in der Tat geprägt von Appellen zur Geschlossenheit und vom Aufruf zu Selbstbewusstsein. Denn die Verunsicherung in der Partei ist doch recht groß. Die Parteichefin Hennig Wissler hat das auch offen angesprochen. Die Wahl in Sachsen-Anhalt hat nicht den erhofften Aufwind gebracht. Die Linke hat dort Stimmen verloren. In Umfragen für die Bundestagswahl liegt die Partei derzeit bei 6 oder 7%. Das heißt, sie könnte durchaus im September aus dem Parlament fliegen. Schuld an der Lage der Partei ist nach Analyse der Parteiführung auch der interne Zoff um den Kurs der Linken, der sehr öffentlich mit Prominenten wie Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine geführt worden ist. Die Parteichefin Hennig Welsow appellierte denn gestern auch, dieser Streit müsse aufhören. Es gehe jetzt um interne, darum, die Inhalte in den Vordergrund zu stellen. Das klingt sehr ernst, das ist es sicherlich auch, aber es gab auch heitere Momente. Gestern Abend zum Beispiel beschloss die Mehrheit der Delegierten, sich für die Abschaffung der Sektsteuer auszusprechen. Die ist mal eingeführt worden, um die kaiserliche Flotte zu finanzieren, und viele Linke finden, es sei ein gutes Signal, wenn man sich nun für die Abschaffung so einer Rüstungssteuer ausspreche. Ein Delegierter meinte, dass damit könne man dann auch den Stammtisch erreichen. Also am Abend gab es dann durchaus auch noch mal heitere Stimmung am Parteitag. Sie haben gerade schon die linken Frontfrau Sarah Wagenknecht angesprochen. Die hat ein Buch geschrieben, in dem sie auch ihrer eigenen Partei durchaus Vorwürfe macht, zum Beispiel soziale Fragen aus den Augen verloren zu haben und mit den aktuellen Themen auch traditionelle Wähler mit geringem Einkommen verprellt zu haben. Für wie viel Unruhe hat das in der Partei gesorgt? Das hat für große Unruhe gesorgt, intern und nach außen natürlich ein Bild der Zerrissenheit abgegeben. Sarah Wagenknecht nennt die Partei Lifestyle-Linke, die sich mehr um Gender- und Identitätsdebatten kümmere als um die soziale Frage. Das schien gestern auch beim Parteitag immer mal wieder durch, wenn Delegierte sich dafür aussprachen, dass die Linke sich wieder auf ihren Markenkern besinnen müsse und nicht anderen Parteien wie den Grünen nachlaufen solle. Auch Sarah Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine hat ja für Ärger gesorgt. Im Streit mit dem Spitzenkandidaten im Saarland hat er ja aufgerufen, dort die Linke nicht zu wählen. Solche Konflikte schaden der Partei natürlich in der Öffentlichkeit. Der Parteiführung ist es in gewisser Weise gelungen, das etwas zu befrieden. Die Parteichefin Hennig Welsow hat sich mit Oskar Lafontaine getroffen, mit ihm gesprochen. Und danach hat er erklären lassen, er will, dass die Linke unbedingt wieder in den Bundestag kommt. Und auch von Sarah Wagenknecht war gestern zu hören, sie wünsche sich Rückenwind für die Linke. Im Laufe des heutigen Vormittags soll ja über das Wahlprogramm für die Bundestagswahl dann endgültig abgestimmt werden. Mit welchen Themen wollen die Linken denn jetzt bei den Wählerinnen und Wählern punkten? Die Linke will sich mit ihrem Programm vor allem als Partei der sozialen Gerechtigkeit profilieren. Sie fordert deshalb einen Mindestlohn von 13 Euro, 1.200 Euro Grundsicherung statt Hartz IV und eine Mindestrente in ebenso solcher Höhe von 1.200 Euro. Finanziert werden soll das mit Umverteilung, etwa mit einer Erhöhung der Erbschaftssteuer und der Einführung der Vermögensteuer. Erstmals sehr im Mittelpunkt auch die Klimapolitik. Die Linke fordert den Kohleausstieg bis 2030 und ein wichtiges Thema, die Außenpolitik. Die Linke möchte die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen abziehen. Das könnte sicherlich ein Hindernis werden für Koalitionen mit SPD und Grünen. So eine Koalition wünschen sich ja viele in der Linken. Was steht sonst heute noch auf dem Programm? Heute soll das Wahlprogramm der Linken beschlossen werden und danach sollen dann die Spitzenkandidaten reden. Und sie werden sicherlich versuchen, ein Signal des Optimismus und der Entschlossenheit auszusenden für die heiße Phase des Wahlkampfs, die ja nun für die Linke beginnt. Und es geht um viel. Die Frage ist, schafft sie es im September wieder in den Bundestag, im Bundestag zu bleiben? Also es geht bei der Wahl im September darum, welche Rolle die Linke bundespolitisch in Zukunft noch spielen wird. Frank Jahn, vielen Dank für diese Informationen nach Berlin.